Schon in der letzten Folge ist es ganz schön kalt geworden und auch heute ist keine Besserung in Sicht. Deswegen habe ich mich warm angezogen und meine Mütze etwas tiefer im Gesicht. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. Ganz genau, von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen... Ist okay. Beim letzten Mal haben wir Welt 2 betreten und, ja, mussten merken... Ein eisiger Sturm hat hier ein bisschen durchgefegt und war nicht so schön. Daraufhin hat Beepo gelernt, wie man schreien kann. Ja. Und wir sind dafür da, dass dieser Schneesturm aufhört. Mama! Ich hätte mir eine Jacke anziehen sollen, aber irgendwie gefällt mir dieses Outfit. Darfst dir nichts anderes an. Darfst dir nichts anderes anziehen? Weil Nintendo verboten hat, euch anders darzustellen mit anderen Farben. Papa, es ist zu gefährlich, bei dem Wetter einen Schneemann zu machen. Ich könnte im Schnee stecken bleiben. Also wenn du im Schnee stecken bleibst, dann würde ich mir über andere Sachen Gedanken machen. Da vorne befindet sich ein Level 10 Typ, gegen den ich eigentlich kämpfen. Irgendwie laufe ich einfach mal an ihm vorbei. Wir müssen ja obviously, schätze ich mal, da hoch. Aber ich sag mal so, es schadet bestimmt nicht, auch mal hier vorbeizugucken. Und sich hier alles ganz genau zu gucken. Hier geht es nämlich sogar in eine Hülle hinein. Oder würde ich doch mal kurz reinschauen, was sich denn da befindet. Also wenn es lädt. Es lädt sehr häufig in dem Spiel. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe in dieser Höhle Unterschlupf gesucht, als der Schneesturm begann. Aber kann ich irgendwie wieder rauskommen? Ja, safe, wenn du, also. Oh? Ich habe keine Ahnung, was mich hier eigentlich erwartet. Oh, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss jetzt hier runter. Jetzt muss ich das nochmal anschreien. Dann rennen wir nach hier. Falsch. Dann rennen wir hier durch. Jetzt ist das oben. Wir können durchsteppen. Da können wir auch noch gerade runterlassen. Leider. Und da kommen wir hin und sammeln diese Schuhe ein. Bewegungsboost. Genau. Will ich hier raus? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil da war auch so ein... Oder wir sind jetzt einfach nur oben rausgekommen. Nee, wir sind noch über dem Typen. Tag. Wollte gerade wie jetzt diese schrecklichen Tentakel auftauchen. Ja, ganz schlimm. Aber wir sind da, um die wegzumachen. Keine Sorge. Hier müssen wir Stufe 11 sein. Das Heulen des Wolfes. Ja komm, machen wir das doch gerade weg. Also, was heißt, machen wir das gerade weg? Wir versuchen uns daran, das mal eben kurz wegzumachen. Wir wollen ja hier komplett richtig bleiben. Siege alle Gegner. Das sollte ich hinkommen. Wie diese Icons umfokus, sieht aus, als hätten die Rabbids so Sonnenbrillen. Also ich meine das Icon da ganz oben. Du bist neu, oder? Was? Ich bin froh, euch zu sehen. Wenn ihr diese Schlacht gewinnt, kann ich mit euch kommen. Versucht euch nicht vor den einsamen Wölfen zu bewegen, wenn sie ihren bösen Blick einsetzen. Wenn ihr das tut und ihr in Reichweite, schießen sie sofort auf euch. Okay, die Guys haben Helden sich. Das ist nicht schön. Ja, ja. Aber. Wir haben ja Marios magische Fähigkeiten. Wie oft können wir stampfen? Einmal. Dann versuche ich tatsächlich... Nee, ich bleib hier sogar. Sag mal so, ich bleib hier. Dash ich den weg. Und baller auf die beiden. Wunderschön. Ja, Treffen ist nicht unsere Stärke scheinbar. Aber von hier gibt's den Super Spinner 3000. Und der überlebt das Ganze. Nein, wir können nicht springen. Ach, da hätte ich mir vorher drüber Gedanken machen sollen. Wobei, das sieht gar nicht mal so bad aus hier. Zack, zack. Halt da oben gegen. Ja, nicht so schlimm. Alles gut. Was ich aber machen kann. Ich kann auch eine Heldensicht anmachen.
Und wenn du dich bewegst, Kollege, dann bist du kaputt. Ich sag's dir, wie es ist. Warum nicht? Mario macht den einen und sie den anderen. Ja, das ist los. Let's go! Oh, er bewegt sich? Das war unerwartet. Das zählt nicht als bewegen? Okay. Ist das nur der eine? Sehe ich das richtig? Luigi muss den Damage kurz tanken. Weil er war der, der noch am meisten Leben hatte. Oh, Mario, du steppst mal. Boah, nein. Mario steppt gar nicht nach da oben. Mario macht diesen hier. Er denkt, er könnte sich verstecken, kann er aber nicht. Mich schon hier platzieren. Alles gut. Die können wir sogar treffen, vielleicht mit Glück. Wunderbar. May the luck be with us. Ich glaube, Komma, dass Rabbit hier mal eine Runde warten muss. Und erstmal, und dass wir erstmal Rebella hochschicken. Boing. Überleg gerade, nee, wir können nicht über die Röhre fliegen. Ich glaube, so kommen wir tatsächlich weiter, wenn wir einfach hier direkt durch die Röhre steppen. Kommen wir nämlich, glaube ich, hier oben sogar viel weiter als gedacht. Mal einer an. Wir treffen hier zu 100%. Dann stelle ich mich hier hin. Ah, nee, wir müssen hier. Aber ist down vielleicht mit Luck? Nein? Schade. Und der Kollege hier kann auch vielleicht mit Glück treffen. Oder kann er gar nicht treffen? Doch! Unfair! Ah, nee, es war so zur Hälfte. Okay, ich gebe den Zug mal ab. Und wir gucken, wie immer, was der Gegner jetzt als nächstes tut. Schließlich wollen wir das ja auch wissen. Na los. Nee, renn nach oben. Na, ist jetzt nicht so gut, dass du nach unten gerannt bist, Mann. Das gefällt mir jetzt aber nicht so. Er ist näher an der Röhre, das ist gut. Okay, wir steppen erstmal mit ihm. Auf ganz. Werfen wir die da oben mal ab. Es geht halt gegen den Block, das ist nicht so schlimm. Wir haben einen destroyed, das... Not bad at all. Und jetzt stellt euch vor, wir hätten noch einen zweiten Jump, den wir usen. Just imagine that. Ganz schnell wieder aus diesem Radius raus. Aber reingefeuert. Der ist down und er... Ganz, okay. Aber wir können ja... Rabbit Luigi, das ist schon geschafft. Ja, kein Gegner in Reichweite, das habe ich gemerkt. Aber wenn er sich bewegt, ist er down, so fertig. Außer er schießt zuerst, dann... Yeah. Ich habe aber die Hoffnung, dass er wegläuft. Oder einer von denen. Egal. Hauptsache einer ist down. So. Wir steppen hier hoch. Kommt instant hinterher. Und es könnte sogar sein, dass wir mit Mario in die Röhre kommen. Will ich das? Naja, warum nicht? Wir werden aber nur von ihm getroffen, oder? Ja. Ja, dann ist doch kein Stress. Wobei, wir könnten jetzt von dem anderen getroffen. Nee. Könnten wir nicht.
Volles Kanonenrohr auf beide. Könnten mich attacken. Die könnten mich wirklich attacken. Und sieht nicht gut aus für Mario, der weniger als die Hälfte seiner Leben noch hat. Können wir Gegner vielleicht schwächen noch? Nein. Okay, dann geben wir den Zug ab. Der Gegner wird safe Mario angreifen. Kriegt dabei aber richtig viel selber Damage. Der ging daneben. Geht nicht gut. Wir dürfen erstmal nicht laufen, bis wir ihn haben. Wir dürfen gar nicht laufen. Also zumindest mit Mario nicht. Okay. Wir können halt beide mit Luck raus sein. Ja, aber nicht. Boah, wie wir so ganz knapp durchkommen, aber wir holen erst Rabbit Luigi. Nicht mit Mario laufen. Oh mein Gott, das wäre mein Und. Auch mit dir. Wir fliegen hier ganz, ganz am Limit entlang hierhin. Boah, ich glaube, runterfallen ist nicht so nice. Ich schätze mal, das macht Damage. Ja, und jetzt werden wir gehittet, oder? Wenn wir nicht. Ja, aber jetzt. Wow. Aber ich muss mich ja irgendwie bewegen. Wunderbar. Und du bist raus. Da können wir nämlich mit ihr jetzt ganz entspannt hier auch noch hochsteppen. Und sogar auch noch jumpen. Ja. Einen ganz entspannten Flug hierhin machen. Sogar noch einen Dash rausholen. Und Shazam, haben wir die Schlacht gewonnen. Viel zu lang. Oder? Ja. Hätte auch sein können, dass man mal was verpasst oder so. Vielleicht einen Gegner übersieht. Aber dies scheint hier nicht der Fall gewesen zu sein. Und der Kampf war tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also wenn man bedenkt, Mario war kurz davor tot zu sein. Also er hätte einen Treffer gebraucht, der wäre tot. Deswegen, war ganz gut, dass wir das so getan haben, wie wir es... Sache ist... Er ist hier so auf so einem... Irgendwo, ich keine Ahnung, wie man hinkommt. Da oben ist aber auch so einer. Level 11. Aber da müssen wir lang. Nee, da müssen wir nicht lang. Das ist wieder Bonus-Kont. Nach da hinten ist Bonus. Und ich würde vorschlagen, dass wir das doch gerade mal machen. Oh, wir können hier auch noch ganz smart eine Abkürzung aktivieren. So, die Coins nehmen wir mit. Oh, wir können den ausweichen, oder? Weg da! Oh mein Gott, wir sind ihm ausgewichen. Wir werden noch gegen ihn kämpfen, keine Sorge, Leute. Aber ich will jetzt erstmal hier durchsteppen und gucken, was ich hier drin befinde, weil das ist ja Zusatzzeug. Und ich werde jetzt mal gucken, ob es sich überhaupt lohnt, gegen den Kerl zu kämpfen. Wenn es dann geladen hat. Ladezeiten stören mich ein bisschen. Klar, Nintendo und so, aber... Das... Aha. Ja, ja. Wir gehen mal da durch. Ich glaube, wir kommen direkt hier oben raus. Ja. Wir können zumindest bis hierhin laufen. Und das hier tun? Okay. Hier kann man was kaputt machen. Ja, das habe ich gesehen. Oh, ist das jetzt ein Secret? Oh ja, scheinbar schon. Ja, warte. Ah, doch, komm. Verlassen wir das kurz. Ich will wissen, wo wir rauskommen. Kommen wir unten bei dem großen Typen raus? Weil dann nicht schön. Nein, hier ist ein weiterer Kampf, den wir gleich noch machen können. Okay, da gehen wir gleich hin. Jetzt lass mich erst kurz dieses Rätsel in Anführungszeichen fertig machen. Ehe wir uns dem widmen. Das habe ich gesehen, weil die Wand war so bröckelig. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe das auf jeden Fall gesehen.
bin halt auf die Idee gekommen, dagegen zu schreien. Und hat scheinbar funktioniert. Ja. So, ich muss, glaube ich, hier runter. Ah, sieht mal einer an. Doch, jetzt ist doch richtig. Jetzt hat die Stage neu geladen und dadurch hat sich das Ding automatisch zurückgezogen. Deswegen wir nur noch hier durch müssen und jetzt hier links weiter können. Und wir finden Coins und einen Weg, der weiterführt. War das mein Ziel? Eigentlich nicht. Wo kommen wir hier raus? Maximal verwirrt. Das hier sieht so... Ja, das sieht so aus, als wäre das hier so final. Ach, hier unten waren wir gerade beim Langlaufen. Okay, dann können wir jetzt also gleich hier hoch. Aber wir machen jetzt erst noch den Kampf da unten. Und die zwei anderen Typen, die da rumlaufen. Für die Erfahrungspunkte einfach. Da steht also Max-Level oder so. Wäre Level 15, wäre gut hier in der Welt. Also stand ja da 10 bis 15 oder so. Wir sind gerade 11, also wir könnten schon noch ein bisschen was vertragen. Deswegen ich sagen würde... rennen wir mal ganz kurz nach unten und schauen uns das Ganze hier an, wie das hier funktioniert. Hallo? Hallo? Uriel? Das ist nämlich wichtig. Ich weiß nicht warum, aber mein Mikrofon lässt in letzter Zeit echt zu wünschen übrig, was das hier angeht. Eine Analyse dieser Finsterzeitpfütze ergibt, dass ein Fernkampfspezialist erforderlich ist, um sie zu überwinden. Erster Freiwilliger. Luigi macht das. Guter Junge. Da, seht ihr? Mario, das Original. Passt immer auf seinen Bruder auf. Woo, woo. Also schon mal ganz skurrile Dinge, die hier passieren. Aber wir spielen jetzt tatsächlich mit Luigi und Mario, um diese Stage zu schaffen. Okay. Es ist aber auch nur ein erreichtes Gebiet. Mario. Wir haben so viel Geld, Mann. Wir können alle mal heilen hier. Warum nicht? So, let's go. Luigi kann sehr weit laufen. Kommst du nach da drüben? Kommen wir da hoch? Ja, strong. Hochsitzbonus. Luigi hat wieder keinen Spark. Wir lassen die Gegner mal machen, weil wir können irgendwie noch nichts machen von der Richtung. Oder sind wieder die Wölfe. Die sollten wir jetzt gleich mal scannen. Weil die scheinen irgendwie besonders zu sein. Die sehen nämlich anders aus. Hm. Ja, einfach einmal rumrennen können. Einfach so. Einfach, weil es... Wir kommen hier nicht runter. Doch, aber wir können jetzt auch einmal hier drum herum stehen. Das ist doch nicht schlimm. Mit wem möchte ich weiter nach vorne? Eigentlich mit Louis. Here we go. Nein, das war nicht mein Ziel. Ja, ich feuer mal auf ihn. Mit Luck treffen wir, wenn die Kamera schöner positioniert wäre. Wunderbar. Mit Mario treffen wir von hier gar nichts. Das war mir klar. Dass Luigi keinen Spark hat. Schlecht. Oh, aber unser Eisenblick ist ja mega strong, geht mega weit. Luigis Animation sieht auch nicht bad aus. So, geben wir mal den Zug ab. Yes! Gibt's erstmal volles Kanonenrohr. Zack. Jetzt Sender wird auch auf Luigi schießen. Luigi wird Damage nehmen. Weil Luigi nicht viele Leben hat, muss ich eher Mario vorschicken. Darauf muss ich einfach jetzt achten. Wobei Luigi ja schon zwei Skill-Bubbles, wie auch immer das hier in dem Game heißt, bekommen hat für Dings. Wir haben wie gesagt hier hin. Ja. Das ist krass. Luigi ist doch so auf Fernkampf spezialisiert, oder?
Ja. Heißt, ich müsste, ich treffe keinen davon. Ja. Oh mein Gott, das ist... Mario dann wahrscheinlich auch nicht. Oh yeah. Wir können aber Marios Held sich zünden. Und ja, ich hätte mich mit Luigi definitiv anders platzieren müssen. Mit Luck ist er sogar down. Nee. Wir haben ihn nur einmal getroffen, dann war doch gut. Ja. So. Okay, Luigi steht wieder zu offen. Auch, dass beide hier treffen, ist... Bitte schieß auf Mario. Ja. Das ist mir lieber wie auf Luigi, weil Luigi hat halt einfach kaum Leben. Und Gegner spawnen auch noch. Ist okay. Luigi, du kommst ein bisschen... Perfekt. Luigi! Kann er so weit fliegen bis da... Nein, kann er nicht. Aber er kann dashen. Macht er gar nicht mal so schlecht. Schön, dass nur einer getroffen. Das ist ein Crit, oder? Ja, Luigi. Gönn dir mal einen Snack. Hätte wieder 1000 Leben zumindest. Jetzt wird's bad. Jetzt wird's bad. Ich bin noch nicht so ganz in dem Mindset drin, wie ich mich genau positionieren muss, dass das Spiel halt, ich sag mal so, halbwegs akzeptabel gut verläuft. Deswegen ich einfach noch ein bisschen überlegen muss. Lasst mich. Er schießt auch auf Luigi. Wenn der jetzt auch auf Luigi geht. Wer bist du denn? Der ist neu. Ich weiß auch nicht, ob mich das freuen soll oder eher nicht. Ich möchte Luigi safe hinter einem Block haben. Ich möchte das hier alles ganz, ganz sicher angehen. Mario hätte ich... Bitte mach doch mal einen Crit. Mann. Let's go. Nee, er braucht Heilung. Ja. Wirklich. Let's go. Wichtig. Ich habe keine Ahnung, was dieser neue Gegner da macht. Den scanne ich jetzt erstmal. Oh, die Gegner sind dran. Bitte stirb nicht, bitte stirb. Doch, stirb. Ah, ich wollte ihn noch scannen, was er kann. Ist vielleicht nicht so gut. Aber Luigi steht zumindest mal so halb safe. Mario, der hält das aus. Vielleicht nicht, wenn 10 ihn jetzt volle Kanne wegdashen, aber... Wir hätten den Spiegel zünden sollen. Wir hätten den Spiegel... Das ist Mario gar nicht, das finde ich... Oh! Er wollte Luigi. Ja, er ist böse. Mit Mario fliegen wir jetzt einfach mal weit, wie wir können. Komm, hoffen auf guten Damage, den wir nicht kriegen.
könnten halt versuchen, treffen wir den von hier oben? Treffen wir den Typen da hinten? Ja, dann stab ich mit Luke auch runter. War so. Rum. Luigi entspannt sich nochmal bei einer Heilung. Und scheinbar sind diese Pilze echt wichtig. Ich merke das gerade zu. Falls sich noch irgendein, also falls jemand überleben sollte, wäre hier jetzt relativ sicher. Kann ich noch machen. Ich kann auch laufen mit Gras. Ich bleib mit Luigi genau da stehen und hoffe, dass er sich bewegt. Ja. Jetzt er da oben noch. Er könnte mich easy wegsnipen. Ja, wird er auch. Aber auf Mario, der sich gerade geheilt hat. Nee, Luigi hat sich geheilt, oder? Das ist mir egal. Weil eigentlich nicht auf die Punkte. Ja, wunderbar. Also die Punkte, was heißt die Punkte? Komm. Crit wäre nice. Schade. Dashen kann man das auch. Ich kann mit beiden nicht mehr laufen. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich hätte es jetzt beenden können. Warum musste ich denn mit Mario auch nochmal schießen? Ich bin so durch. Qualitätscontent, für den ihr jetzt ein Like da lassen solltet. Warum tue ich das denn auch? Reicht doch, da muss jetzt nicht nochmal was spawnen. Immerhin sehen wir jetzt, was er macht. Er macht eine Todesstampfattacke. Kommt Mario nicht bis ins... Ich möchte jetzt diesen Typen erst scannen. Springt hoch in die Luft und landet mit einem heftigen Stampf auf seinen Gegner. Ist empfindlich gegen Schleim, aber Schock macht ihm nichts. Okay. Ihn rippe ich auf jeden Fall. Mit Luigi rippe ich jetzt noch den hier. Und mit Mario laufe ich jetzt... Warte, je weiter ich weg bin, desto mehr Schaden mache ich. War das nicht so? Mit Glück ist der down. Mit Glück ist der down. Nee. So, jetzt ist mir aber auch egal. Mit Mario, okay, ich hätte ins Ziel und bin fertig. Das war so peinlich. Das war so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so unfassbar leid. Wir reden nicht mehr darüber. Wir reden nicht mehr über diesen Kampf. Dieser Kampf wird komplett vergessen. Boah. Es gibt Sternteile dafür. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich heulen soll. Muss ich erstmal kurz das Team wieder zurückändern. Das mache ich dann gleich mal. Laufen wir aber erstmal wieder zum Ausgangspunkt. Kämpfen gegen beiden großen Typen. Oder soll ich das off-cam machen? Wir haben eine Erinnerung an Luigi. Krass, wie unser komplettes Deck oder wie auch immer unser Team gemischt wird. Warte, wir kommen doch hier gar nicht runter. Das ist eine Leiter, oder? Ah ne, hier geht's ja sowieso weiter. Okay, dann. Guys. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um... Den Typen da, hier an meiner Mütze. Den Typen hier auf der Brücke. Direkt über uns jetzt. Und laufen dann nach da oben weiter, um zu gucken, was sich dort befindet. Ich wechsle jetzt noch das Team. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert den Channel, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Tschüss.